Ach so, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder die dort reinschicken oder dann wohin fahren oder wie sehe ich das? Hier oben steht wieder 0 von 10. Wir probieren jetzt nochmal aus, ob das der Weg ist, den wir machen müssen. Ist denn der Reparaturturm dabei? Ja. So. Bin ja gespannt, was jetzt passiert. Ein Ladebildschirm kommt und wir haben bloß 10 Panzer oder kann ich dann immer wieder Nachschub ordern? Na gut, der kann erstmal reparieren. Hier oben ist noch ein 1-Minute-Countdown dahinter, da weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Ui, da geht's auch schon los. Das war mein Reparaturpanzer. Na gut, müssen wir jetzt erstmal so ins hier ein bisschen durchschlagen. Oh, was haben die denn dort oben? Das ist ja übel. Wie war das? Erstmal auskundschaften und dann angreifen. Na gut, wir machen direkt den Angriff. Ist ja wahrscheinlich auch eher selbstmörderisch, was wir jetzt gerade machen, aber ja, dann greif doch mal, schieß doch mal dorthin, also. Das funktioniert noch nicht so richtig. Sehr gut. Was war denn hier hinten noch? Blaues? Oh, ach, die Mauer bloß. Wir werden erstmal so viel wie möglich versuchen hier zu dingsen, bevor wir mal gucken, wie wir hier mehr Einheiten rankriegen. Aber wenn ich schon sagen, es gibt Verstärkungen, dann denke ich mal, wir können hier noch ein bisschen was reinladen. Na gut, hier ist nicht wirklich was drin, müssen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt zerstören, aber... Ui, was geht da vorne los? Eine kleine Abwehrstellung. Aber die haben wir relativ schnell besiegt. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Es müsste anscheinend hier irgendwelche eine Rampe nach oben geben. Wo dann wieder irgendwelche Leute kommen. Oh. Scavenger-Basis entdeckt. Commander, bergen Sie alle Artefakte, die sich im Besitz der dort ansässigen Scavenger befinden. Ja, jetzt kam diese... Einheit wird angegriffen. Diese Zwischensequenz kam jetzt ein bisschen überraschend. Einheit wird angegriffen. Oh, jetzt geht's hier aber zu.
Macht erstmal so viele wie möglich hier kaputt von den Gebäuden. Würde ich mal sagen. Lasst die Einheiten dort in Ruhe. Macht ja die Gebäude kaputt. Na, jetzt sind wir gleich platt. Mission fehlgeschlagen. Ach, das zählt gleich als Mission fehlgeschlagen. Ach, das ist ja übel. Ach du Scheiße, Spielstand laden, ich fasse es nicht. Kann man da nicht einfach nochmal, neu anfangen oder Spiel fortsetzen, machen wir mal. Ach du nee. Kann ich das jetzt alles nochmal machen? Kann ich das jetzt alles nochmal machen? Och nee, das ist ja fies. Das ist ja so fies, warum sagt mir das keiner? Nicht, dass man einfach bei der Mission, die fehlgeschlagen ist, nochmal neu anfängt. Nee, man muss beim letzten Speicherpunkt machen. Oh, anfangen. Oh, ist das bescheiden. Och nee, nicht. Das ist ja fies. Warte mal, wir machen das dann mal auf dem. Wir machen das mal schnell auf dem kurzen Weg, bauen hier nochmal schnell ein paar Türme hin. Das werden wir aber nicht so exzessiv machen wie vorhin. Und dann werden wir uns einfach wieder bis zu der Mission cheaten. Also das habe ich jetzt überhaupt nicht gewusst, dass das so, fies ist. Das schockiert mich jetzt ein bisschen, also. Oh, das ist doof. Das ist richtig doof. Normalerweise kommt man immer bei anderen Spielen, dass man dann einfach an der Stelle weitermacht, wo es fehlgeschlagen ist. Konstruktion abgeschlossen. Aber das ist hier. Abgeschlossen. Ja, ich weiß, aber das ist an der Stelle hier wohl anscheinend nicht so. Naja, gut. Das sind wir beim nächsten Mal jetzt schlauer und ja. Konstruktion abgeschlossen. Vielleicht hätten wir noch Verstärkung anfordern sollen. Konstruktion abgeschlossen. Ich mach das jetzt ja nie mit den Panzern umrücken. Ich mach das jetzt einfach mal. Oder kann man irgendwie alle, gibt es da so einen Trick, alle auf der Karte markieren oder 31 Einheiten ausgewählt. Naja gut, das sind jetzt wahrscheinlich alle. Ach ja genau, guck mal, wie sich das aussieht jetzt auf der Karte, wenn sie alle bewegen, das ist ja cool. Ich trinke gerade ein leckeres Karamalz Classic, ein gekühltes, obwohl ich eigentlich eher so der Vitamalz-Fan bin. Aber es soll dem Ganzen ja keinen Abbruch tun. So, was sind hier noch für. Achso, das sind die, die wir dorthin geparkt haben, oder? Hier unten. Genau, die hier oben steht auch noch einer. Das ist ein Reparaturarm. Achso, das steht dort oben. Der soll mal bitte hier mit runterkommen. Wenn hier nicht sogar einer ist schon. War das jetzt doof oder war das jetzt doof, liebe Leute? Das war doch doof, hä? Was steht denn hier unten noch rum? Der Sensorarm, den fahren wir mal dorthin. So, wie war das jetzt? Zack. Let me win. Missionsziel erreicht. Ja, das, sie haben geschummelt, weiß ich selber. Commander? Das überspringen wir gleich mal. So, jetzt speichern wir hier einmal.
Dann, das hatten wir ja auch geschafft. Das machen wir auch mal schnell auf dem kurzen Weg. Oder? Debug-Modus eingeschaltet. Das macht er aber nicht hier. Naja gut, dann müssen wir das halt nochmal machen. Hat also nicht wirklich was gebracht jetzt. Das war ja nicht ganz so schwer, die Mission. Aber wir werden jetzt immer schön speichern. Der Reparaturarm soll bitte mit. Nicht genug Platz, ja. Ruhig. Einer weniger und der Reparaturarm soll da bitte rein. Oh, macht euch doch mal aus dem Weg hier, meine Güte. Der Reparaturarm soll da bitte einmal reinfahren. Ist er jetzt drin oder? Ja, ab dafür. Das kennen wir ja auch schon hier, das Intro. Also wir werden jetzt einfach jetzt hier gnadenlos durchziehen dort hoch und dann zurückfahren. Oder geht das hier auch schon? Moment. Ah ne, warte mal, das war ja eher was Schnelles. So, ich schicke die gleich direkt hier hoch. Ach, ist das ärgerlich, ey. Wie gesagt, Leute, sorry für diese dumme Sache. Ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass das Spiel sich so verhält. Das wird mal eine Lehre sein, im Sinne von einfach mal öfters speichern. Einfach durchrushen hier auf die Schnelle. Einfach nicht groß hier uns aufhalten mit irgendwelchem Gelumpe, sondern gnadenlos durchziehen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Da ist ein Auto, was uns anscheinend die Klippe runtergestürzt ist, weil es auf der Seite liegt. Einheit wird angegriffen. Oh, es geht alle drauf. Geht alle drauf hier auf die Dinger. Auf die Scavenger. Los, 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 los. Oh, da wurde gerade ein Panzer von mir zerstört. War das zufällig mein Reparaturarm, den die zerstört haben? Ja, sieht danach aus. Okay, jetzt Rückzug. Einheit wird angegriffen. Ignoriert die einfach. Wenn die nicht hinterherkommen, dann müssen wir uns mit denen jetzt nicht extra anlegen. Ja, mache ich doch. Aber hier vorne, mit denen müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Na gut, dann können wir den hinten auch noch platt machen, schnell. Bringt ein bisschen Erfahrungspunkte. Einheit wird angegriffen. Rückkehr zur Landezone. Jaha, ich hab's doch verstanden. Also das mit dem Speichern, das ist fies, also... Missionsziel erreicht. So, das hätten wir geschafft. Missionsbesprechung beginnt. Das kennen wir ja auch schon, da mache ich einfach mal weg und speichere. So, ich brauche erstmal einen neuen Reparaturarm. Den würde ich nämlich sehr gerne mitnehmen. Und was habe ich hier für erfahrene Panzer? Die hier. Nicht genug.